Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Leider düster sieht's ja aus. In der letzten Folge sind wir endlich am Ende dieses komischen Wassertempels angekommen, haben unseren Boss für diesen Part erledigt und ja, wir haben jetzt ein kleines Mädchen, nehme ich mal an, welches irgendwie auch so ein Therion, so wie Velvet ist, und danach ist hier ein bisschen Bosheit ausgebrochen. Und ja, wissen unsere Charaktere, dass sie dafür verantwortlich sind? Ich meine, wir sind dafür verantwortlich, oder? Das gerade pünktlich passiert, nachdem, ich meine, im Tempel haben wir schon Bosheit gesehen und die ist komischerweise aufgetaucht, nachdem wir den Boss erledigt haben. Also wir sind dafür verantwortlich, ne? Und ja, ich mache ein paar Gegner hier platt, einfach nur so deswegen, weil warum nicht? Kriegen ja dauernd auf der Fresse hier in letzter Zeit. Ist vielleicht nicht so eine gute Idee, jetzt hier gerade zu trainieren, aber wir brauchen immer noch Erfahrungspunkte und so. Ich möchte nur mal anmerken, ich habe immer noch keine Tränke des Lebens, also wenn hier jemand fragt, dann habe ich ein Problem. Ich hoffe, Magilu tut nicht. Oh Gott, Luffy Set. Ich wechsle lieber ein. Hier darf niemand frecken. Ich habe keine Tränke des Lebens. Ey. Das ist ja eine sehr blöde Idee, vielleicht zu kämpfen. Stiefel. Ja, weiter. Hat sich Musik hier geändert? Ja, die Musik hat sich geändert. Das ist irgendwie ein Test of Hysteria, die Bosheit. Ich brauche 8 Treffer. Verdammt, kriege ich nicht mit 2 Dingern. Ja, damit kriege ich so 3-4 Treffer. Ja, ich möchte noch ihre Mystic Art sehen, deswegen mache ich das jetzt hier gerade, ne? Sie hat eine andere Mystic Art gelernt. Ich weiß nicht. Damit müsste ich eigentlich. Na, verdammt, ich habe gerade L2 gedrückt und dann war ich schon tot. Sachen gelernt. Uff. Ich glaube, du hast alle Taschen jetzt, ja. Was haben wir hier noch? Artangriff. Angriff bei weniger. Naja, nehmen wir lieber die Artangriff plus 5%. Was mir weniger sogar gibt, Mann. Nehmen wir eben die hier. Boah, dann kriegt er aber so gut wie gar keine Verteidigung mehr. Oh mein Gott. Ja, so gut wie gar keine Verteidigung mehr. Was soll's? So, du hast noch was. Gut. Dadurch kriegst du Vergiftungen. So, ich glaube schon das Ende, ne? So, ich muss jetzt irgendwie 3. Da waren 8 Treffer. War verdammt direkt. Sie muss die 8 Treffer machen, ne? Wundersame Myriade. Was bedeutet das? Ich kann schon wieder keinen Screenshot aufnehmen. Ja, dadurch konnte ich Ding jetzt machen, ne? Ah, jetzt Maul hier frustriert. Sie ist gleich vom Level ab. Neuer Kochlevel, ich glaube. Ups. Ja, erst Level 8, ne? Ja. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ich muss irgendwo Tränke kaufen und so. Da kommt einer noch. Wo bist du? Da, komm her. Komm her!
die glaube ich nicht genug. Oh, da Gott. Der Treffer gibt mir das eigentlich. Nicht genug, glaube ich. Au. Und einwechseln. So war ich dann eigentlich nicht geplant. Du darfst nicht verrecken, hallo? Ich brauche irgendwie so mehrere. So, jetzt aber. Nein, warum? Nur 8 Treffer machen, verdammt. Okay, dann wird er wohl... Bedeutet das, was wir sehr lange Zeit Magilus müsste gar nicht sehen werden. Habe ich so im Verdacht. Weil ich das nicht hinkriege mit ihr. Kriegspike. Gut. Du hast aber noch was, ja. Bergungskraft, helle Bade. Oh Gott. Was ist hier los? Ach, wir sind noch gar nicht am Ende. Ich dachte, da hinten war schon ein Ende. Was ist denn das? Da war ein Stein. Soll ich mir meinen Rang nicht verlieren? Oder eigentlich Dings machen. Nicht R2 drücken. Mit dieser Auswechseltitel haben, Alter, das wird schon wieder allerdings einsetzen. Er hat auch einen neuen Seelenbrecher irgendwie eingesetzt wird, wenn er gerade kontert und dann muss ich gedrückt halten oder irgendwie so was, glaube ich. Na Mann. Müsste gerade einsetzen. Ja, das ist jemand kurz vom Level ab. Magilo hat Priorität, also natürlich tun wir sie noch aufleveln. Also wenn jede Müsste gerade irgendwie erst eingesetzt wird, wenn ich 8 Kombos habe, dann wird das schwer. Wo es eigentlich nicht so schwer sein sollte, finde ich. Mein 8 Dinger, das ist jetzt nicht viel. Baumatik, jeder nur 2 Dinger. So. Ich dachte, da liegt einer von uns. Los, Dempsey-Rolle. Irgendwann muss ich mal so ein Video machen. Einfach nur die Musik von Hajime no Ippo machen, während er seinen Mystic Art macht. Das sieht echt aus wie eine Dempsey-Rolle. Ich will es nicht überraschen, wenn er sogar ein bisschen dadurch irgendwie inspiriert wurde. Ich meine, er kämpft auch mit Fäusten. Also, ultimativer Magier. Jetzt irgendwas. Ich glaube, ich habe irgendwas weggedrückt. Nee, okay. Na, ultimativer Magier, wieso hast du das bekommen? Was soll das? Mystischer Arzt genutzt. 30. Erst? Oder ist erst der erste? Komm aus Geduld, ausgelöste Staatskrankheit. Was? Also, ich nehme an, ich muss jede Staatskrankheit einmal irgendwie machen oder so. Also betäuben, verbrennen, vergiften, töten, zerstückeln. Ja, dass ich jetzt einen Rangbonus bekomme, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ob ich irgendwas mit Rang hier im Game machen kann. Ich weiß, das ist offensichtlich hier für Dingens, für wenn man das Spiel durchspielt, dann kann man Rangpunkte hier für Sachen eintauschen, die man ins neue Spiel hier reinpacken kann. Also wenn ich ein neues Spiel anfange, kann ich dann bevor ich das anfange, Sachen kaufen, die ich mit Rangpunkten kaufen kann. Und ja, aber ich glaube, es wird bestimmt mal irgendwas in Game geben, was irgendwie mir
weiß ich nicht, Sachen gibt oder so. Hoffe ich jedenfalls. Nehme ich immer nett, wenn wir halt machen, wenn man den Rang irgendwie vorher schon ausgeben kann für irgendwas. Ah, Sachen gemeistert, gut. Können mir auch mehr Erfahrungspunkte geben. Je öfter ich das mache, soll die edle Weste Verteidigung. Ich glaube, die bunte Weste braucht irgendjemand, weil ich habe nicht mehr so viele Sachen für die Männers. Tatsächlich. Nimm du die edle Weste, weil Roku braucht Verteidigung ein bisschen mehr. Wohl eigentlich braucht Lafizet Verteidigung, ne? Wasserschaden reduziert. Ja, komm. Und Lafizet hat, weiß ich nicht, irgendwann was mehr Verteidigung im Moment gibt. Da war irgendwas. Nee. Nö. Ja, schon das Beste, okay. Entschuldigung. Du hast auch nichts mehr, was? Okay. Haben die Mädels schon alles? Bis auf Eleanor? Ja. Ich war fleißig. So, komm her. Oh nein. Ich kann weg. Ich kann weg. Die machen mich doch sowas von fertig, ey. Obwohl sie eigentlich schlecht aus gerade. Ich kann immer noch am Ende, obwohl am Ende bringt das nicht. Ja, bin da nicht die zweite. Hat eure Mystik, oh Gott. Hat eure Mystik Arzt wie blöd raus. Wir müssen alles töten, ey. Magilo ist schon leicht wieder am Frecken, sehe ich gerade. So, komm her. So, die anderen haben kein Problem, so wie ich sehe. Verdammt, da waren noch 8 Treffer. Da muss ich genau 8 Treffer machen, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wer zaubert hier gerade? Wer ist die ganze Zeit? Du bist am Zaubern. Naja. Zauber, das ist unser einziger Schwachpunkt, habe ich das Gefühl. Oh Gott. Boah. Na, wer ist noch? Ist immer noch mit. Wer tut diese riesigen Blasen einsetzen? Bist du ein Lafizet? Oh, wer machst du schon wieder? Dieser, wir sind da wieder neu gekommen. Boah, was ist das denn für geil? Ja, wir sind vergiftet. So, macht doch mal einer die hier fertig, ey. Leute, was ist los mit euch? So, wir machen das mal einen anderen. So. Da war Okuro, ja. Das waren viele Dinge. Rang 18,107, bla bla bla. Expedition, her damit. Buff, buff. Schatz gefunden, ein Satz Karten von einer Frau von der Frostinsel. Zu einem Grund wurden die Kanten messerscharf geschliffen. Okay. Der Meister des Wissenswerten. Ah, wieder 5 Minuten. Erhöht die Menge der gefundenes Essens. Ich möchte auch helfen. Wer sagt hat? Keine Ahnung. Ich habe Sachen gelernt. So, du musst immer noch Sachen hier zum Lernen. Schockwehr, Giftwehr. Hier gibt es keinen Sturm in diesem Spiel, ne? Mit einem vom Zaubern abhält, oder? Final Fantasy Logik, ne? So, du hast nicht alles. Was ist die Standschuhe? Oh mein Gott. Trägt aber gerade Lafizet, Mann. Nimm die erstmal. Nicht mehr?
Okay. Ja, geh weg. Luke gekämpft, wir haben mit 15 Minuten gekämpft, jetzt müssen wir die Story weitermachen. Also möchte ich speichern, weil kann immer noch alles passieren. Ich habe Angst, ich brauche immer noch Tränke des Lebens. Hallo? Und ich sage jetzt die ganze Zeit jetzt hier rumlaufe. Halt. Entschuldigung. Und ich sage, dass ich die ganze Zeit ohne Heilmittel und so rumlaufe. Die gucken mich doch schon alle so an. So, boah, den töten wir. Boah, der hat keine Tränke des Lebens. Die wissen das. Jetzt auch so eine Musik. Hier ist gerade auch dieses merkwürdige Geräusch aus der Richtung Haria gehört. Das war sicher das Rauschen der Wellen. Ja, das war es. Nervös mit den Augenzug. So, Schatz, Schatz. Pff. Obwohl, ich bin ja nicht Schatz, ne? Hast doch nichts dagegen oder so? Amphibolschwärme oder nicht? Wollte ich irgendwie hier alles kaufen, ne? Erstmal Wichtiges hier. Tränke des Lebens. Keine Tränke, die brauche ich unbedingt. Nein, natürlich nicht. Buff. So, jetzt können wir uns hier dann umschauen. Neue Sachen. Ich habe Nullen gesehen. Amphibolo-Ringe. Buff. Erst kaufen, dann gucken, was die machen. So, oh Gott, mal wieder alles. Amphibol-Speer ist neu. Aus wie eine helle Bade. Der ist exakt das gleiche, nur halt in Silber. Gib mir Angriffskraft. Verdammt, das macht es schwer. Nee, macht es nicht, weil es hat nur 65. Du brauchst nur noch einen Punkt. Wir sind ja nicht auf den Arm nehmen. So, Amphibolo-Ringe. Lange schon nicht mal von Ausrüstung. Ja, damit. Dann, ich glaube, irgendeine Waffe noch, glaube ich, ne? Guck ich eigentlich nicht hier nach. Speer, Ohrringe, Talisman. Wendungsfähigkeit, KP, Wiederherstellung nach Sieg. Okay, lass mal das. Gut, weiter. Wir sind zurück zum Schiff, das habe ich gemerkt. Vergiss mal, ob man Dingens drücken kann. R1. Zu sehen, wo man nehmen muss. Das habe ich irgendwie voll selten gemacht in dem Spiel bisher. Ach, jetzt habt ihr die Dinge ja aufgemacht. Will mich auf den Arm nehmen? Da ist eine Truhe. Könnt ihr jetzt wagen, die vor mir zu verstecken, obwohl ich hier schon mal geöffnet habe? Zerstören. Aber das wäre so ein Ding. Ein Minispiel, Kätzchen. Was für ein Ding? Einen kühnen Sprung in die Zukunft zu wagen. Hallo. Bienenvorhut, Eleanor. Bienenvorhut, Eisen. Warum können die jetzt Hüte von den kaufen? Warum ist er immer noch weiß? Wer ist immer noch weiß? Mit bin vom Mück weit was Wasser zu öffnen. Drücke wiederholt die Tasten für jede Stufe. Die Geschwindigkeit aufbauen. Ne? Wenn du einen leuchtenden Sprungbereich erreicht hast, um zu springen. Ne? Schneide eine Taste und sehe. Oh, boah. Keine Ahnung. Drücke im Sprung am Ende. Boah, keine Ahnung. Zeig mal erstmal. Drücke wiederholt Viereck. Verwende zum Springen L oder zum Laufen. Drücke je nach Geschwindigkeit der Pilot die entsprechende Taste. Ja, erst mal. Okay, dann muss ich wiederholt. Dann muss ich mal. Muss ich Viereck drücken da oder was? Ich sollte mir vielleicht mal angucken. Wir zum Springen Viereck oder da, okay. Rennen, Bienenfu, rennen, als wäre Magilo hinterher. Buff, so jetzt Viereck oder was? Buff, komm, 1A war das jetzt. Yes,
S++. So, krieg ich was? Gib mir was. Gib mir was. Ja. Bienfo, Troko, oh Gott. Bienfo gewandt, Luffy said, was? Bienfo Hut. Oh Gott. Oh, ich habe gerade meine Strandklamotten an, Mann. Boah. Ja, hätte ich mir eigentlich denken können, ne? Ja, okay, das machen wir ein andermal, wenn die Zeiten jetzt nicht gerade so. Wir wollen irgendwann ja zurückgucken, oder? Ich hoffe doch. Oh, Kräuter, 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 Kräuter. Und hier ist eine Truhe noch irgendwo. Eine Truhe. Eine Truhe ist noch irgendwo hier. Den habe ich auch noch nie benutzt. Sollte ich vielleicht mal. Vielleicht das Leben retten. Was sind diese. Ja, da sind diese Kartenspieler, ne? Ich hoffe, da hinten wäre ein Kraut. Ein rotes. Ja, mit diesen Bienenfu-Dingern. Wenn ich nur so Bienenfu-Kostüme bekomme, dann mache ich die irgendwann offscreen vielleicht oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt. Nicht gerade, wenn sich hier Bosheit oder so ausbreitet. Wer weiß, ob ich überhaupt hier zurück kann. Wahrscheinlich kann ich hier gar nicht mehr zurück, ne? Spielt wahrscheinlich voll linear und so. Warum gehe ich eigentlich hoch? Ich dachte, ich würde die Truhe oder so sehen. Lassen wir das. Bin jetzt auch nicht so scharf drauf, dass meine Charakter so aussehen wie Bienenfu. Also, wo ich noch ein bisschen hinausziehe. Hier sind drei Truhen. Tue ich euch jetzt nicht alle einsammeln. Außer eine von denen ist Gold. Dann ja. Mach ich denn da zerstören? Zerstören! Ich habe andere Farben ausgerüstet als beim vorletzten Mal, oder? Mein Charakteren, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, Magilo hat vorher die lila an den Klamotten angehabt. Jetzt hat sie die grünen. Meine Lieblingsfarbe. Mein Lieblingscharakter trägt meine Lieblingsfarben. Sehr geil. Nee, jetzt muss ich da hoch. Dann komm. Komm her. Und ich komme zurück. Da unten ist eine Truhe. Das ist eine Katztruhe, Gott sei Dank. Hast du nicht gesehen, was da los war? Oh, ich finde die voll putzig. Ja, vertrauens. Wir haben Süßigkeiten. Komm in unseren Van. Mal sind wir nicht nur Mörder und so, jetzt sind wir auch noch Kidnapper. Oder Dämonen-Nepper. Oder einfach nur Nepper. Wir sind Napper. Aus Dragon Ball. Hm. Der war so flach, ne? Gut, wo geht's jetzt hin? Wir kommen wahrscheinlich nie mehr hier zurück, weil sich hier bestimmt auch die Bosheit ausbreitet, ne? Das heißt, wir können dieses Spiel nie wieder machen. Ach, das gleiche, was Dings gemacht hat. Ich hab ihren Namen vergessen. Diese Feuergeist aus Tessisteria. Sehr viel, meine ich. Layla, meine Güte. それでも知りたいか。私はもう人間じゃない。知らないままで自分をごまかして進むことはできません。 Delfin oder Wal. そもそもゴーマ病なんて病気は世界に存在しない。 Genau wie in Tessisteria.
知っていたのか。魔女じゃからの。汚れは誰もが持つ心の闇。お主らも心当たりがあろう。言われてみれば、かなり心当たるな。人間は業に突き動かされる生き物だ。容易に負に傾き、汚れを発する。ほとんどの人間が汚れを発しながら生きていると言っていいだろう。むしろゴーマが本来の姿で、 ささやかな理性で人間の形を保っているだけやもしれん。民衆がそんな事実に気づけば大混乱になる。だから聖霊はゴーマ病という仮病を広めた。だろうな。無理じゃね、アップしたってましたね。だって買い物非以前にゴーマはいなかった。本来ゴーマも聖霊も特別な霊的才能、 霊能力のない人間には見えない存在だった。波の人間には突然凶暴化しただけに見えたんじゃよ。その異常さは悪魔付きや獣人化などと呼ばれて伝わったかな。なんで急に見えるようになったんだ。人間全体の霊能力が増幅されたからだろうが、理由はわからん。だが同じように降臨の日を境に 精霊まで人間に見えるようになり、大量の大魔神が生まれた。きっとアルトリウスが絡んでる。でも病気でなければ村人が一斉にゴーマになるはずがありません。まあ、ディングスカポット、ごまはん。 どうしたの？なんかみんな怖いよ。おかげで古文書の記述が信用できることが分かった。いや、別に、やったらまた覚醒を阻止するために。でもクーマを奪ったら人間がどんどんゴーマになっちゃうんじゃ。 Langsam wird sie mir ein bisschen unsympathisch. Sie will wortwörtlich jeden anderen töten, um ihn an ihn heranzukommen. Wenn sie durch wenn die Kleine irgendwie durch wegen dem Plot irgendwie sterben muss oder irgendwie so war, dann drehe ich durch. という毒を生んで人間をゴーマに変えていることは分かる。汚れの発生を防ぐ方法はないの。人が人である限りないわ。言った通り、汚れは感情から生まれるもの。あんたたちは何らかの対応をしているはずよ。精霊だって心も感情もあるんだから。精霊は汚れを生むことはないのよ。人と違ってね。嘘ね。
私は精霊が傲慢化するのを見た。それは外部の膨大な穢れにさらされたからよ。確かに監獄島は囚人と傲慢で溢れていた。それにメルキオールは精霊に何かを打ち込んでレジェンドワイバーンに変えた。あれは穢れか。精霊にとって穢れはまさに毒なのよ。だから精霊は 正常な存在を器にして、汚れたら身を守る必要がある。もっともそれも完全な対策じゃないけどね。器が汚れたら精霊も傲慢化する。ごめん。つまり、エレノワが汚れたら、ライセット、アイゼンが言ってた、器が壊れたらって、汚れたらって意味だったのか。その通りよ。 Okay. Werden immer komplizierter. Was hast du noch zu sagen? どこぞの料理人に頼まれて、その島に住んでる珍しい狼どころか動物の姿なんてどこにもなかったって。なんでそいつが逃げなきゃならなかったんだ？何もいないはずなのに獣の叫び声が島中に響いて怖くなって船に戻ったら、積んであった食料が食い荒らされてて船が傷だらけになってたんだってさ。慌て逃げたらしいけど、出港してすぐに船が沈んじまったそうだ。 Ja, okay, wir können. Ich weiß schon mal, was wir in der nächsten Folge machen werden, wenn wir dürften. Sie. Da komme ich leider nicht hin, verdammt. Okay, bum bum bum. Hast du was? Du hast echt was. Schieberohren und schwarze Sonnenbrille. Ja, damit. Puff. Hat sogar genau gereicht. Puppen. Okay. Dann werde ich jetzt speichern. Und in der nächsten Folge, ich werde wahrscheinlich nur 6 Minuten hier warten, keine Ahnung. Kann ich irgendwo hin? Nö, ich kann nirgendwo hin. Verdammt. Na gut, dann werde ich erst hier speichern. Wir werden unsere normalen Klamotten in der nächsten Folge wieder anziehen. Und dann sehen wir mal, ob wir zu dieser Insel hingehen können. Und gucken wir mal, was dann da so abgeht. Gut, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen würdet. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ciao, ciao.